Hurra, endlich mal wieder Pfingstfest in MD. Von Europafest war nichts zu finden, beziehungsweise ich habe auch nichts zu sehen, dass es gekennzeichnet war als Europafest. Wahrscheinlich hat sich das nicht gelohnt als Europafest. Und vielleicht wird es auch noch, denn heute ist ja erstmal Sonnabend und morgen ist ja bei uns erst Pfingsten. Hier bietet jemand seine Eintrittskarte zum Kauf an. Zu dem angegebenen Termin ist er verhindert. Und dann Besuch in MD. Guten Tag. Я Наталья з України, з Ніколаївської області, приїхала в Германію. А мені здесь дуже подобається. Я Also es war auffällig. Allzu viele Besucher kamen doch nicht. Naja gut, einverstanden, es war ja auch erst Sonnabend gewesen. Das offizielle Pfingstfest ist ja erst Sonntag und Montag bei den Deutschen. Der alte Markt in MD, naja, sind doch ein bisschen wenig Leute da, ne? Wahrscheinlich wollen die das alle erstmal probieren, ob sie dann am Sonntag und Montag hingehen. Vielleicht ist dann auch noch mehr, sind dann auch noch mehr Schausteller da. Wer weiß. Wir werden sehen. Aber auch ein bisschen näher ran, an die rechte Seite der Fürzereuther Allee von der Elbe aus gesehen. Es werden eben nicht mehr Leute. Also ich hatte so den Eindruck, es war der Eindruck gewesen, dass die Leute alles erstmal so bloß zum Schnuppern gekommen sind. Gucken, was da zu Pfingsten wohl sein wird. Es gab schon Pfingstfeste in MD oder Europafeste in MD, wo diese Seite und die andere Seite des breiten Weges voll mit Schaustellern besetzt war. Gibt's gar nichts. Heute gähnende Leere. Die Ernst-Reuter-Allee erschien wie eine magische Grenze. Bis hierher und nicht weiter. Die linke Seite vom Bahnhof aus gesehen war besetzt, die rechte Seite nicht. Doch aber auch am Sonntag war kein größerer Besuch zu verzeichnen. Viele orakelten. Thank you.
Dankeschön. Das gibt's auf YouTube. Auch das kleine Wäldchen an der Harzstraße war nicht übermäßig von Besuchern gefüllt. Man muss es so sagen. Wenn es auch beide Seiten waren, weniger Schausteller, weniger Besucher, wer weiß. Auf dem breiten Weg hier zum Universitätsplatz und hier zum Hassebachplatz gähnende Leere. Das war alles mal besetzt gewesen von Schaustellern zum Europafest und Pfingstfest. Am Montag auf dem breiten Weg nicht viel besser. Gähnende Leere. Nun, es mag auch sein, dass diese Aufnahmen zur Mittagszeit gemacht wurden. Und es ist ja normal, um 13 Uhr wird an für sich Mittag gegessen, danach Kaffee trinken und dann kann man ja mal auf dem Europafest gucken, was da los ist. Und vielleicht wären es dann auch mehr Leute gewesen sein. Aber die Meinung der Bevölkerung war, es waren dann auch nicht mehr Leute. Oh.
mich bleibt nur allein die Erinnerung des alten Seemanns Glück. Ja, danke. Danke schön. Stopp, stopp. Já posílám vám pozdrav do Ruska, do Německa, do celého světa. A všichni buďte strašně šťastní. Eine Schaustellerin aus Tschechien und ihre Waren. Vermisse dich jetzt schon, liebe Licht. Du zauberst mir ein Lächeln aufs Gesicht. Auch wenn dein Kuss jetzt wirklich nur noch nach Abschied schmeckt. Auch wenn dein Kuss jetzt wirklich nur noch nach Abschied schmeckt. Ich den Koffer, den wünschst du dir? Okay, also Mädels, es gibt so Situationen im Leben, da ist man manchmal mächtig sauer auf die Männer. Und was machen wir Künstler da? Wir schreiben darüber ein Lied. Und ich habe immer zu Hause gesagt, wenn er wirklich mal ganz unartig war, dann nimm deinen Koffer und geh. Ich nahm meine Kamera und ging. Schade, dass es nicht mehr gewesen ist. Das Wetter hätte es verdient. Ja, die Maske. Wie hat sie uns geholfen? Wie ist sie aber auch verächtlich gemacht worden? Ich denke nur, Söderwindel war ein Begriff. Oder ganz und gar Demonstrationen ohne Maske, obwohl beauflagt, dass die Maske während der Demonstration getragen wird.
Ich erinnere mich da in Magdeburg an eine Demonstration mit der Skandierung: Wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Ja, ich möchte das aber trotzdem nochmal sagen. Das Virus klaut noch wesentlich mehr als bloß die Zukunft. Momentan sieht es mit der Maske so aus, dass nur noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln die Maske getragen werden soll. Und das funktioniert auch einigermaßen. Und dann wollen wir mal sehen, falls sich das irgendwie da verschlechtert, dass die Inzidenzzahl höher wird als 400, ob wir dann wieder die Maske tragen müssen oder so. Sie hat uns viel geholfen. Wir wollen sie achten.